Ich weiß um die Gefahren, die dann immer da sind. Und da müssen wir hellwach sein. Ne? Ich weiß nicht, ob Sie die Qualifikationsspiele gesehen haben, die vier vorher, die Karabach gespielt haben. Wahrscheinlich keiner hier in dem Raum. Da haben sie gegen die Schweden gespielt und gegen die Rumänen gespielt. Da waren sie die klar bessere Mannschaft. Also die haben auch richtig gut Fußball gespielt. Ne? Und davor möchte ich einfach nur warnen. Wir freuen uns auf morgen, aber ich denke, nur mit Freude geht es nicht. Das wird morgen ein intensives Spiel, wie es schon im Hinspiel war. Und ja, ist ja ganz klar, dass wir morgen alles klar machen wollen, damit wir die Gruppenphase erreichen. Was natürlich toll ist, muss man ganz klar sagen, was ein großer Unterschied zu anderen Clubs auch ist, dass wir in Frankfurt morgen das Stadion im Endeffekt fast ausverkauft haben, bis auf ein paar hundert Restkarten. Und das ist was ganz Tolles. Daran sieht man auch und das spürt man auch in der Stadt, dass wir das Europa wirklich so annehmen, wie es auch wie es sich auch gehört, wie es sich auch vom Stellenwert her gehört. Und das finde ich einfach klasse. Und dafür tun wir alles, dass wir auch den Leuten, die letztes Jahr immer mitgefahren sind, auch vielleicht das ein oder andere Auswahlspiel natürlich dann auch zu schenken, wenn wir dann in der Runde sind. Aber dafür müssen wir erstmal arbeiten. Das ist der Punkt. Vom Reden ist noch keiner weitergekommen. Also ich habe noch keinen gesehen.